Heute ist die Idee, dass wir hier im Glarnerland auf Skitour gehen. Wir sind jetzt hier hinter Elm auf der Wichelalp und wollen auf den Kerpf, ein bisschen Kerpf hochgehen. Das ist eine Skitour von etwa 1400 Höhenmeter. Klein Kerpf ist im Jagdbahngebiet, am ältesten von der Schweiz. Wo man sicher so ein bisschen an die Skitourenroute muss halten, dass man hier auch in Zukunft noch auf Skitour gehen kann. Wir gehen durch den Wald rauf, sanftes Gelände. Ich habe das Gefühl, ich kriege noch eins. Dann geht es über Kuhweide, rauf, offene Hänge, Südhänge, sonnig. Heute haben wir frischen Schnee bekommen, den letzten Tagen, ein bisschen winterig. Es wird grundsätzlich guter Schnee sein. Es kann Treibschnee haben, wo man sicher mal ein Auge drauf hat, wo ein bisschen die Hauptgefahr vom heutigen Tag ist. Aber grundsätzlich herrliches Wetter. Stefan hat es souverän geführt. Der ist vorne abgelaufen wie ein Radraff. Auf einmal hat das Wetter wieder umgeschlagen. Es ist ein bisschen bewölkt. Es hat angefangen zu regeln. Am Schluss geht man eigentlich normal zu Fuß drauf. Stefan hat aber entschieden, hey, nein, dann gehen wir mit den Ski drauf. Es war wirklich super. Super Spuren rausgeschaufelt, wo wir Spitzkehre haben können machen. Und es ist so ein Highlight geworden. Und das sind schon Emotionen, die sensationell sind. Die du einfach nachher kannst sehen. Hey, look, da! Oben haben wir eigentlich noch Pulver gehabt, sind wir eher ein bisschen schattzeitig unterwegs gewesen. Und unten aber in tieferen Gegend ist es ein bisschen pappiger geworden. Nach dem steileren Gelände haben wir uns entschieden, dass wir über die Tische auf Alp abfahren, wo wir auch noch keine Spuren hatten. Es war natürlich super schön gewesen, noch auf die Distanz einen Haufen Gams gesehen und sind so wieder zurückgekommen. Die Tour ist schon für Leute, die gewisse Lawinenkenntnisse haben. Es ist nicht ein super steiler Berg, aber doch überall kann man nicht immer rein. An sich nicht eine schwierige Tour, wo man mit der Abfahrt über die Bischofalp auch eine schöne Runde machen kann.